Na langsam wird das doch was. Glück auf und willkommen zurück zu With Fire and Sword, wo wir uns gerade frisch neue Reiter geholt haben. Und jetzt machen wir Russland den Gar aus. So zumindest ist unser aktueller Plan. Wir sammeln hier gerade einige schöne Leute ein. Und damit reiten wir den Russen rein. Das ist zumindest der Plan. Die Russen, die durchkreuzen solche Pläne aber gerne. Kennen wir ja inzwischen. Oh, sitzen hier viele Fürsten drin. Das ist der Checkpot hier. Wenn wir die alle platt machen, da kann Russland nicht mehr viel machen. Bitte funktioniere. Ja! Nee, Moment. So rum. Die Kavallerie nach hinten. So rum. Gut. Die Infanterie greift an. Ach so, hier die Leibgarde, ne? Die müsste mit zu mir kommen. Wie, ich habe keine normalen Schützen. Ja, dann. Dann lasse ich die Infanterie erstmal in Ruhe machen. Dann müsst ihr auch mal in 4-Ränge-Position gehen. Ein Stück näher ran vielleicht. Weil das ist wirklich der reinste Checkpot, den wir hier gerade haben. So viele Russen sitzen hier mit ihren Armeen drinne. Das macht die Schlacht natürlich ein bisschen größer. Aber es wird trotzdem kein Problem sein. Bei meinen Verbündeten geht natürlich so einiges drauf, aber die haben eine schöne Ablenkung gespielt. So dass wir jetzt quasi uns in Ruhe vorbereiten konnten auf die Schlacht. Kommt man doch noch ein Stück zurück hier. Feuert, Männer! Wir machen euch sowas von fertig, das sage ich euch. Nieder mit euch! Weil das waren doch jetzt, glaube ich, 6, 7 Fürsten, die hier mit drinne hocken. Wenn wir diese Stadt auseinandergenommen haben, dann verliert Russland einen Großteil seiner Streitkräfte. Was ja nur in unserem Interesse sein kann. Und wir haben hier auch ein paar Reiter ohne Waffen mit drin, das ist gut. Wenn die russischen Nahkämpfer zu nah rankommen, dann hauen die drauf vom Feinsten. So können unsere Bewaffneten gut feuern. Immer drauf, Männer! Nehmen die so derb auseinander. Zieht euch das mal rein. Die haben doch überhaupt keine Chance gegen uns. Ich meine, hier kommen noch hunderte Wellen, denke ich, Feinde. Also mit 5 Angriffswellen müssen wir bestimmt noch rechnen, auch bei 60% der Verteidiger. Weil hier einfach so enorm viele Fürsten drin waren. Die haben ja alle Männer mitgebracht, die jetzt mitkämpfen. Aber das kann uns relativ egal sein. Wir machen die alle. Kugeln aufgebraucht. Hat wer Kugeln? Du hast keine Kugeln, hä? Da geht's dir wie mir. Halt, da ist einer. Wer hat Kugeln? Wo sind Kugeln? Hier. Na, viele nicht, aber hier liegen vielleicht auch noch welche rum. Ich sehe nichts, da ist überall Dampf und Nebel. Oh yeah, die Infanterie tut wieder, was am besten kann. Oh, hier haben wir gleich noch 12 Kugeln gehabt.
Jetzt geht die Infanterie erstmal wieder in den Angriff rüber. Da können unsere Leute ein bisschen verschnaufen. Was ja auch nicht unbedingt das Schlechteste der Welt ist, ne? Weil die verbündete Infanterie hier, die ist zwar zu blöd zum Piss aus dem Stiefel kippen, aber ein bisschen was richten die trotzdem an und sie holen uns halt eine kleine Verschnaufpause ran. Unsere Leute können nochmal durchatmen. Und da geht ja doch auch einiges vom Feinde zu Boden. Und da kommt eine neue Welle. Gleich ist die Infanterie aufgebraucht, hä? Infanterie ist aufgebraucht. Wo ist unsere? Los, 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 los. Männer ohne Waffen nach vorne, wenn Feinde kommen. Ist das klar? Jetzt müssen wir sie nämlich wieder zusammenfeuern. Harte Kugeln für mich, das ist aber nett. Neue Feinde, uns geht langsam die Munition aus hier, hä? Kann ich ein Lied von singen, mir auch. Keine Kugeln! Kugeln. Die leer sind auch nicht schlecht. Waffen selber wählen und zum Angriff. Es geht nicht anders. Wir haben jetzt keine Munition mehr. Also müssen wir hier auch mal ein bisschen jetzt draufhauen. Mache ich ungern an dieser kleinen Stelle. Hier werden wir nämlich viele Leute verlieren. Aber wir kommen gerade nicht anders voran. Schon wieder neue Feinde. Zieht euch ein Stück zurück. Lasst sie rauskommen. Und zum Angriff. Würde es meinen Leuten was ausmachen, mich hier wieder rauszulassen? Und vorwärts. Okay, ich versuche jetzt um jeden Preis hinter die feindlichen Linien zu kommen. Und von da aus könnte ich dann nämlich rein theoretisch einen Angriff befehlen und die quasi in die Zange nehmen. Die Frage ist halt nur, ob ich durchkomme. Es sieht gerade gut aus hier. Und zum Angriff, Truppe. Jetzt sind wir drinne. Jetzt habt ihr verkackt. Ihr habt verkackt. Wir sind auf Zack und hauen euch die Rübe ab. Was bist du denn? Für das Erobern des Lehns. Nicht stehen bleiben, Männer. Vorrücken, vorrücken, vorrücken. Ihr braucht viel zu lange. Los. Vorwärts, 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 vorwärts. Sofort in die feindlichen Reihen rein donnern.
Weil wenn die erstmal wieder dazu kommen zu schießen... dann ist hier nämlich auch schnell Feierabend. Wir siegen! Wie viele haben wir denn jetzt schon? 650? Meine Güte, sind das viele. Aber das ist wirklich eine wunderbare Schlacht hier. Wir töten hier so viel russisches Blut. Damit ist zumindest schon mal so ziemlich ausgeschlossen, dass die Russen in der nächsten Zeit einen riesengroßen Feldzug schicken können. Einen Lehn haben wir natürlich auch gleich noch mit erobert. Wir sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Und jetzt kommt anscheinend auch keine Verstärkung mehr. Zonk. Da hinten verstecken sich die Letzten. Sehr gut gemacht, Männer. Sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Und das meine ich diesmal verdammt ernst. Wie viele haben wir denn getötet hier? 707 haben wir gekillt. Die Stadtmauern habt ihr durchbrochen, doch nun trotzen euch die Verteidiger in den Straßen. Ihr müsst sie überwinden, ehe ihr den Bergfried im Herzen der Stadt angreifen könnt. Zu viele Feinde hier in der Stadt, da kommen noch mal ein paar Extrawellen. Vorwärts! Ich gewinne! Auch wenn es keiner sieht! So, jetzt geht's weiter. Das Stadtzentrum ist euer, doch ihr müsst die verbliebenen Verteidiger überwinden, ehe ihr den Sieg beanspruchen könnt. Verschwindet aus meiner Stadt, ihr Lümmel. So, meine sind mal wieder alle tot, aber ich stehe tapfer meinen Mann und habe die Stadt erobert. Schade, dass die alle fliehen. Aber die haben doch bestimmt viele Gefangene dabei gehabt, hä? Schwedische Reiter kriegen wir 4. Schwarze Reiter 1. Naja gut, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, offen gesagt. Na gut, 5 Reiter noch mit. Auch die nehmen wir gerne dazu. Ah, Marktplatz bitte Gemischtwarenhändler. Ein bisschen Dörrfleisch, bisschen Weizen. So, was ist jetzt hier los? Novgorod haben sie erobert, die Hunde. Twer holen sie sich gerade zurück. Da müssen wir eigentlich schnellstmöglich hin, du. Die Festung wird belagert, hier müssen wir hin. Es geht nicht anders, wir müssen uns mit denen anlegen. Gegner, eurer. Boah, die treten wieder alle auf meiner Seite bei. Das ist gut. Das heißt, die meisten der Russen kämpfen gegen Russen. Das heißt, wir können jetzt hier, wenn wir uns nicht wieder so dumm anstellen, wie wir es manchmal machen, können wir jetzt hier die ganze Russenarmee kassieren. Alle europäischen Truppen, alle, die auf meinen Befehl hören, die bleiben natürlich wieder zurück. Das sollen die Russischen mal unter sich ausmachen. Ich traue denen das durchaus zu. Außerdem, wenn die Leute verlieren, ist mir das egal. Da kann es mir nur zugutekommen. Weil ich muss die auf jeden Fall hier alle plätten. Und genau das habe ich vor. Sollen die sich doch bekämpfen gegenseitig wie die Tiere. Kein europäisches Trüpplein wird hier verletzt. Das ist mein Befehl. Eigentlich europäisch. Ich meine doch schwedisches Trüppli. Was laber ich? Schweden ist für mich jetzt der Inbegriff von Europa. Zack. Was habt ihr jetzt davon? Wenn hier was rüberkommt, dürft ihr natürlich ballern. Ansonsten haltet ihr euch bitte raus. Ja.
Und so wird nun mal gekämpft hier, ne? Ein schöner Ameisenhaufen hier. Lass sie bluten! Wir sind noch lange nicht fertig. Es gibt hier so viel russisches Blut. Ich kann nicht zulassen, dass hier so eine Kriegstruppe durch die Gegend reitet. Weil die können sich ja alles zurückholen, was ich eingenommen habe. Was sie ja jetzt auch anscheinend tun, wie es aussieht. Die Festung, die lasse ich nicht noch dem Feinde. Nö, sehe ich nicht ein. Wir machen die Russen jetzt hier vor Ort platt. Dann schnappen wir uns die letzten Läden. Und dann ist Feierabend oder was? Hoffe ich zumindest, dass wir das hinkriegen. Weil so langsam wird es doch mal Zeit. So langsam hätte ich es, glaube ich, auch verdient, dass ich es endlich schaffe. Und dieses Spiel als abgeschlossen betrachten darf, nachdem die erste Staffel so dermaßen daneben ging. Kommt schon, ihr schafft das. Ihr dürft natürlich auch gerne ein paar Tote haben, habe ich überhaupt kein Problem damit. Weil wie gesagt, das sind gerade alles russische Truppen, die da kämpfen. Egal wer stirbt, für mich ist es gut. Aber allgemein gewinnen will ich trotzdem. Und jetzt sind wir gleich fertig mit dem ersten Angriff. Dann wird ein zweiter und noch heftigerer folgen, nehme ich an. Die letzten Feinde fliehen! Und unsere Truppen brauchten nichts weiter tun, als zuzuschauen. So, noch 90 Gegner! Meine Leute halten sich wieder zurück, ist ja klar. Ich lasse die Russen aufs Kampffeld. Wir haben über das Doppelte an Männern. Die haben doch voll keine Chancen. Na, wir kippen da aber zu wenig um. Die sind so schön aufeinander getroffen, aber da ist zu wenig Action. Ihr müsst noch ein bisschen mehr mit Leidenschaft an die Sache rangehen. Ich will große Emotionen sehen. Große Emotionen und große Blutspuren. Jetzt macht schon, ihr steht mitten in den Feinden. Jetzt müsst ihr doch um euch kloppen wie die reinsten Barbaren oder was. Neue Feinde erscheinen und werden genauso leiden wie die bereits vorhandenen. Und auch auf Seite unserer Russen gibt es Tote, das ist gut. Alles, was russisch ist, wird abgeschwächt. Das kann mir am Ende nur nützlich sein. Brauchst du gar nicht einen Kopf schütteln, du blödes Pferd. Ich habe zwei Kugeln im Lauf, in jedes Ohr eine, ja. So, die letzten 24 Feinde, dann ist die erste Kriegswelle gesund überstanden. Was ja doch recht schön ist. Na, jetzt kommt schon die paar Lümmel. Die werdet ihr doch noch schaffen. Macht euch nicht zum Deppen! Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Das ist der Leitspruch. Also sowas ist mir in meiner ganzen Karriere noch nicht passiert hier. Dass sie einfach nicht fertig werden. In meiner ganzen Karriere. Es kommt, haut drauf. Mann. Man will alles selber machen hier. Jetzt muss ich doch noch mit rein, oder was? Wer ist denn hier ein Feind? Du, wie es aussieht. Eine Lasagne. Oh, Verzeihung. Du warst der eigentliche Feind. Na, was soll's. Und Kampfwelle erfolgreich überstanden. Keine Gefangenenleiter, aber doch bestimmt. Na, sieh mal einer an. Wie das war's? Also habe ich jetzt doch ein bisschen mehr erwartet und erhofft.
dass die doch noch so viele Leute haben. Aber hier sind alle Fürsten der Russen so ziemlich vertreten. Das heißt, wir könnten hier tatsächlich an der Wurzel des Übels sein und ganz große Dinge vollbringen, wenn das beim nächsten Mal so weitergeht, dass die alle beitreten. Also auf meiner Seite. Weil ansonsten wird das doch ein bisschen heikel hier. Wird sich zeigen, fürs Erste ist jedenfalls erstmal Schluss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.